Meghan und Harry, an diese royalen Babyregeln müssen sie sich halten. Welche Farbe soll das Kinderzimmer haben? Welche Freundinnen kommen zur Babyparty? Und wie wird der kleine Mensch heißen? Alles Fragen, die sich Herzogin Meghan, 37, und Prinz Harry, 34, nicht stellen werden. Dabei laufen die Babyvorbereitungen bei den britischen Royals auf Hochtouren. Schließlich erwartet das königliche Traumpaar im Frühjahr zum ersten Mal Nachwuchs. Doch anders als andere junge Eltern können Meghan und Harry nicht einfach so losplanen. Als Mitglieder des britischen Königshauses müssen sie sich an 5 strenge royale Babyregeln halten. Das Geschlecht des Babys bleibt geheim. Junge oder Mädchen? Das wird bis zuletzt ein großes Geheimnis bleiben. Und sogar die werdenden Eltern selbst wissen angeblich nicht, ob sie einen Sohn oder eine Tochter erwarten. Das bestätigte Meghan bei einem Event im englischen Birkenhead. Auf die Frage einer Schülerin, was es dann würde, antwortete die Herzogin: Ich weiß es nicht. Bild-Royal-Expertin Monica Kennedy dazu: Das Geschlecht von britischen Königskindern wird vor der Geburt nie bekannt gegeben. Das erhöht den Überraschungseffekt. Die Briten lieben ihre Wetten. Vor den Geburten von allen 3 Kindern von Prinz William und Herzogin Kate war Bild in London zugegen. Da wurde jedes Mal tüchtig gewettet, berichtet Monica Kennedy. Die Stimmung vor der Geburt dort gleicht häufig einer Party. Royalfans tragen Union Jack-Anzüge und Hüte, übernachten sogar vor dem Krankenhaus. Übrigens verriet Prinz Harry bei den Invictus Games im Oktober, dass er sich ein Töchterchen wünscht. Auf den begeisterten Ausruf eines Fans: Hoffentlich wird es ein Mädchen, antwortete der Prinz lachend: Ich auch.